Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen React auf PCTV. Heute mit allen außer Peter. Hallo. Und wir ziehen uns rein ein 20 Years Timelapse. The Rise and Fall of Most Popular Social Media. Also es geht wohl um... Ich hab einen Haar im Mund. MySpace und sowas, das kenne ich noch das von... Das Problem habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Meint ihr, da kommt jetzt auch StudiVZ? Nee, ich glaube, das ist nur englische eher Sachen. Das war doch auch Social Media, Leute. Also das wäre das erste Social Media Ding, aber wahrscheinlich wird StudiVZ oder SchülerVZ gar nicht reinkommen, weil es zu klein ist für Deutschland. Vor allen Dingen Deutsch, genau. Also. Ja. Vielleicht kommt ICQ. Global Friendster? Friendster sagt mir zum Beispiel schon gar nichts. MySpace habe ich nie benutzt. Orkut? Hab ich nie benutzt. Flickr ist ja international. Kann ja auch. Warte mal, wir sind bei 2004 und Facebook. Ich glaube, Facebook. Kann man das nachgucken, wann man einen Account gemacht hat? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mein Facebook-Account habe ich von 2011 oder so. Okay, also Orkut war auf jeden Fall aus Brasilien. Ja, gut. Orkut ist so ein türkischer Name, oder nicht? Hier steht, Orkut war ein hauptsächlich in Brasilien populäres soziales Netzwerk. Weißt du nicht wirklich ein Name? Also, ich meine, ich hätte das schon mal als Name gehört. Ja, weiß ich nicht, wo man das nachguckt. Aber ich glaube, ich habe 2011 oder so einen Facebook-Account gemacht. Das war mein erster richtiger Social-Media-Account, von dem was auch noch durchgeht, sei denn StudiVZ. Ach ja, auch gut, wurde auch von Google gekauft. Besser, bis dahin fand ich Social-Media immer dämlich. Und Facebook, weiß ich noch, da habe ich noch mit einem Freund damals von mir drauf getrunken, dass wir keinen fucking Facebook-Account haben. Mhm. Mit 8 Millionen Freunden, die wir sowieso alle nicht kennen. Verstehe ich. So. High Five. Das ist so ein Format von GameStar gewesen, oder? Geklaut. Noch nie gehört. Was San Francisco gegründet worden. Oh, MySpace kennt man. Was, dass Facebook dann so spät erst noch angelaufen ist. Na, guck mal, YouTube fängt an. Reddit auch. Oh. Das heißt, ICQ so wird nicht kommen. Nee. Hast du gesagt, ICQ war? Ja. ICQ ist. Das ist ein Messenger-Dienst. Ja, und? Vielleicht. Vielleicht ist ja High Five auch eins, keine Ahnung. Aber dann würde ja sowas wie, weiß ich nicht, Microsoft hieß das, MSN. MSN, ja. Auch da, also, nee, das sind ja Messenger-Dienste, also. Dann halt nicht. ICQs da kannst du ja nichts öffentlich, du kannst ja nichts öffentlich posten, sondern da musst du die Leute ja mal direkt hinzufügen. Und denen, die gerade auf dem Bild sind, kenne ich 3 und 2 davon habe ich benutzt. Reddit kenne ich auch noch, das ist ja jetzt neu. Ja, gut, Reddit kenne ich ja natürlich auch, aber also ja, benutzt habe ich Facebook und logischerweise YouTube. Und MySpace. Guck mal, High Five gibt es immer noch. Mhm. Jetzt kommt YouTube und rein da durch. Hm. Ich bin gespannt. YouTube müsste doch eigentlich am größten hinter Facebook sein? Aber das ist meine Frage. Warum, also Social Media verstehe ich und YouTube ist natürlich eine Art von Social Media, aufgrund der Tatsache, dass man sich halt über Videos austauschen kann, technisch gesehen. Aber eigentlich ist es keine Social Media Plattform. Aber ich würde sie heute nicht mehr so als klassische Social Media Plattform sehen. Hey, aber ja, doch gerade heute ist doch YouTube mehr als sonst aktuelle Social-Media-Plattform, weil Social-Media sich doch immer mehr zu Videos bewegt. Das ist richtig, aber du hast auf YouTube nicht mehr die Chance, dich mit deinen Freunden zu befreunden. Ja, aber... Also... Aber du kannst deine Freunde abonnieren. Du kannst deine Freunde abonnieren, ja. Aber es gibt auch keine Private-Nachrichten oder so. Ja, verstehe. Also ich wäre jetzt auch... Ich bin da ein bisschen bei dir. YouTube wäre für mich auch eigentlich eher eine reine Videoplattform. Ja, aber... Instagram und Co., TikTok, das sind doch alles Videoplattformen. Ja, das ist richtig, aber da kann ich mich halt auch noch mit Leuten privat austauschen. Auf YouTube kann ich das auch. Wie mache ich das denn? In Kommentaren? Ja, aber ich kann niemanden per DM anschreiben. Privat. Ja, aber per DM anschreiben ist doch nicht die Definition eines Social Media Unternehmens. Oh mein. Also, nur weil ich das nicht kann. Ich kann auf Facebook nicht die Videos liken, ich finde auch, die persönliche Vernetzung ist für mich wieder bei Social Media das Relevante. Genau. Aber ich glaube, Bram, wir sind zu alt dafür. Das war früher unser Anspruch an Social Media Sachen wie StudiVZ und Co. Und heutzutage
willst du einfach nur coole Sachen abonnieren, die die Inhalte liefern. Ich hätte eher an die öffentlichen Sachen gedacht, aber okay. Aber wäre dann Join auch ein Social Media für dich? Das sagt mir nichts, was ist das? Das ist die Videoplattform von Pro7. Oder halt RTL Online oder wie die auch immer alle heißen oder so. Oder die ARD Mediathek. Ich meine, weil da kann man sich nicht anmelden und selber Sachen hochladen. Kannst du denn da Sachen hochladen? Kannst du da Kommentare schreiben? Also Kommentare teilweise ja, aber hochladen natürlich nicht, nein. Oh, ja, und bei YouTube kann jeder Sachen hochladen. Stimmt. Also ja, bei allen Plattformen, die da bisher sind, kann ja jeder einen Account machen und Content erstellen. Das stimmt. Ja. Das ist also für mich Social Twitter. Media eher als Definition, was Christian gesagt hat. Okay. Jetzt startet die Facebook-Rakete. Ich finde aber auch ganz schön früh dabei. Ja. Meine Cousine hatte Twitter tatsächlich, da konntest du noch per SMS hinschreiben. What? Wohin? An Herrn Twitter? Zum Posten? An Twitter, ja, zum Posten. Echt? Wenn du kein Internet hast, schickst du an die 11833 eine SMS. Keine Ahnung, wie die Telefonnummer war und so, aber ja, du hattest halt damals, konntest du halt eine SMS und dann wird das halt auf Twitter angezeigt. Kommt da die 160-Zeichen-Begrenzung auch her? Also ich nicht, vielleicht, das keine Ahnung. Das würde Sinn machen. Sieht man das bei einer SMS überhaupt? Weiß nicht, wie viele Zeichen eine SMS noch hatte. 160. Ich habe witzigerweise SMS, das ist so 2003 und dann war es relativ schnell weg, als so Messenger-Dienste kamen. Hm. Ciao, YouTube. Tumblr. Hat irgendeiner von euch Tumblr benutzt? Nee. Natürlich nicht. Was ist denn das? Also ja, ist eine Social Media, danke schön, aber Video, Bilder oder ist das so ein Art Ding? Das ist eine gute Frage, habe ich ja nicht benutzt, deswegen. Guck mal eben nach. Tumblr. Ist eine Blogging-Plattform, auf der Benutzer Texte, Bilder, Zitate, Chatlogs, Links, Videos und Audiodateien am Blog veröffentlichen können. Gefühlt sieht das aus wie Twitter. Das sieht ein bisschen aus wie Twitter, ja, so in die Richtung. Ah, irgendwie auch nicht. Ich sehe da aber auch wieder nur Bilder. Also Tumblr meine ich, kenne also ich auch eher von Bildern, wenn du irgendwas gesucht hast oder so. Aber heutzutage, also jetzt, wenn ich das öffne, dann sieht das eher aus wie Twitter. Alter, jetzt sind bei mir 78 Nachrichten aufgegangen und jetzt sagt er mir, stopp, kein Zutritt. Melde dich einfach kostenlos an. Nein, fuck you. Okay, ich kann die Seite nicht mehr benutzen, ohne mich irgendwie anzumelden. Ja. Schade, Tumblr, das war's. Das war deine Tumblr-Erfahrung. YouTube geht ja heftig steil, holy shit. Wenn du mal überlegst, warte. Nee, also warte im Sinne von lass weiterlaufen. Ja, sorry, das habe ich missinterpretiert. Kommt jetzt nicht unser erstes Video? So viel Abonnenten hat Mr. Beast. So viel wie im Dezember 2007 YouTube überhaupt benutzt haben. Ja. Wann haben wir unser Abi-Video hochgeladen? Auch 2007. 2007 war das, ne? Oder sowas. Da gab's Pete schon. Nein. Ja, den kann. Den Kanal gab's schon, ja. Ja. Reddit hat aber auch gebraucht, ey. Reddit hat gebraucht, ja. Aber jetzt kommt auch erst Facebook richtig in Fahrt. Friendster verkackt voll. Ah, oh. Ja, MySpace auch. Ich finde mal krass, wie sich jetzt auch gefühlt so 2 Jahre lang gar nichts getan hat auf dem Markt. Das kann krass, wie laut die Musik gerade wird. Also warum? Das ist diese epische Musik. Ja. Ja, guck mal, alle stagnieren außer Facebook und YouTube. Ja, wobei bei YouTube sieht es zumindest auch so wie so der Zenit so gefühlt. Ja, so du siehst ja, die Kurve wird ein bisschen flacher. Ja. Na gut, da wird Facebook natürlich jetzt gleich der Weibu. Oder das ist dieses China-Ding, wa? Es müsste. Mal Weibo? Ja. Ich kenne nur Baidu. Ja, der gehört. Größte chinesische Microblogging-Dienst. Aha. Mhm. Na. Als ob Facebook jetzt. Facebook hat auf jeden Fall relativ schnell jetzt gleich knacken die 1 Milliarde noch. Krass. Das weiß ich. Oh, YouTube geht wieder steil. Twitter rised. Twitter Rise jetzt, ja. WeChat? Ja, WeChat kenne ich. Ich frage mich, wie nachher WhatsApp und so weiter, ob die nachher zum Meta gehören, ob das auch noch sich ändert. Wieso ist denn WhatsApp jetzt da drin? Ne, warum nicht?
Es ist einfach nur ein Messenger-Dienst quasi. Also da konnte man ja zu dem Zeitpunkt noch gar nichts posten, oder? Ja, ich glaube, das ist egal. Das wird einfach mitgeführt. Also auch wenn die Plattform sich verändert hat über die Jahre, wird halt geguckt, was das Social Media merke schon, wo du dich austauschen Ahnung, kannst über Social Content. Media ist. Na, WeChat geht jetzt richtig steil. Was ist WeChat? Guck mal, WeChat. Wie krass der Unterschied ist. WeChat, WeChat ist doch ein Chatdienst für Smartphones, betrieben von Tencent in China und inzwischen um zahlreiche Funktionen, Mobile Payment, bla bla bla. Ja, das ist ach, quasi Tencent. WhatsApp in China. Aha, I like it, Tencent. Google Plus, Alter. Ja, ganz ja, schnell wieder weg. Das ist aber auch so, aber ich finde, die Google Plus-Zahl ist auch so eine fake aufgeblasene Zahl, muss man ehrlicherweise sagen, weil du musstest ja ab irgendeinem Punkt, weil einfach jeder YouTube-Account, ich frage mich, ob der gleich stimmt. Einfach. Dein also, Google ob der irgendwie, ich weiß nicht, einfach. Ob der 2014 oder so explodiert er einfach auf 700 Millionen, weil er zieht gleich mit YouTube. Und dann ist der instant weg. Ja. Ach so, scheiße, wir haben übrigens unseren, ja, Pete Speed ist auch dabei, ja, schon dumm gelaufen. Ja, stimmt. Aber verpasst. Ja. Aha, gut. Da kommt Instagram. Und jetzt startet die Kurve von WhatsApp. Das ist noch interessant. WeChat geht auf jeden Fall jetzt auch gerade richtig steil. Ja, du hast auch keine, wenn ich das richtig habe, hast du gar keine große Alternative, Alter. Ja, erwartet, ja. Dass WhatsApp stärker ist. Ich glaube, es ist zu früh. Ich glaube, es ist zu früh, 2014? Oder? Aber wie haben ja, wir uns denn auch mal unterhalten? Früh, das haben wir doch schon ewig. Ja, richtig. Also, ja, aber das heißt ja nicht, dass oder alle Leute das schon da haben. Oder ist WhatsApp richtig. Nur groß in Europa und vielleicht America? Gute das ist eine gute Frage. Frage. Hm. Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Der WeChat ballert auf jeden Fall auch ordentlich. Twitter's Zahl ändert sich nicht mehr, hä? Was das denn? Firebuggy. Twitter hat auf jeden Fall keinen krassen Boost gerade. Ich glaube, ja, so unfassbar viel größer wird Twitter doch auch gar nicht. Doch, ich glaube schon, oder? Doch, ich glaube, bis zu Trump auf jeden Fall. Trump? Ja, bis zur Ära Trump. Ach so. Aber gibt's ja. Nicht in Deutschland? Gab's da nicht eine Zeit lang nur irgendwie 8 Millionen Leute in Deutschland oder so? Ja gut, das ist nicht heute, aber... Gesehen. Ich glaube, nachher während Corona geht nochmal richtig schnell. Ja. Ja, wenn die ganzen Bots dazukommen, nice. Ey, oh, YouTube ist krass am Ausbremsen. Krass. Saug WhatsApp! Bin immer noch krass. Am Ende. Wer wird am Ende vorne stehen? Ich glaube Meta. Weil Meta ja alles ist. Ja, ich. TikTok. Meinst du, die haben einfach alles aufgekauft. Meinst du, Meta wird. Meinst du, das wird sich noch in Meta umändern? Ich glaube, Facebook wird da stehen bleiben einfach und Instagram wird separat ja, gelistet. Gut, aber das ist ja Meta. Also. Ja, aber ich meine, ich würde... Hast du, weil du die zusammengerechnet hast, meinst du? Nee, ja, nee, das ja, nee, glaube ich nicht. Nee, ich glaub, am Ende wird Facebook immer noch der größte Social-Media-Dienst ja, der Erde sein. Kann gut sein. Also, heute ja, du hast ja erstmal 2 Milliarden, ne? Da muss man auch erstmal hinkommen. Das ist richtig, ja. Tja. Da kommt Reddit. Da war Snapchat. Was? Das war aber süß. Da kommt TikTok. Hä? Ja. Oh. Unten. Ganz unten auf der Leiste. Die Linie, ja. Ey. Ach so, oh mein Gott. Ja, ich hab nur auf die, links auf die Reddit geguckt. Ah, ja, gerade ein Telegram vorbeigestanden. Jetzt ist ja. Snapchat vorbei. Piu! Alter, aber Telegram, da muss ich doch mal gucken, was der Wendler für neue Produkte rausbringt. Facebook ist einfach so eine gerade Linie nach oben. Ja, wobei, was halt natürlich da eine Schweinerei ist, so zum Beispiel Accounts, die halt so und so lange nicht genutzt worden sind, fallen halt nicht mehr raus, weil es sind halt nur erstellte Accounts. Das ist ja, glaube ich, auch immer... Ja, mein Account ist ja auch dead.
Aber ist ja egal, der ist ja real. Scheiße auf Instagram, ich fange wieder an, auf Facebook Sachen zu machen, Alter. Ja. Aber ja, wäre ja für eine Social-Media-Plattform so gesehen auch eigentlich blöd, wenn die anfangen, inaktive Accounts zu löschen. Ja, natürlich, für sich selber schon. Aber ich meine, in der Vergleichbarkeit wäre es natürlich interessant. Klar. Einfach nur. Ja. Aber ich würde da natürlich aktive als aktive Nutzerwerbe. Als Facebook würde ich das natürlich auch nicht machen. Wobei, geben die das nicht als Zahl aus, tatsächlich aktive Nutzer? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Was heißt aktiv, ne? Ja, gut, das ist ja wieder die nächste Frage. Aber ist meine, ja, aktive Nutzer nicht, ist ja zumindest nicht mal inaktiv. Warte mal. Ich meine, Christian, warst du dich letztens auch einmal wieder auf Facebook wegen einer Sache, wo du sagst, einmal geil, ich habe Facebook aufgemacht und wieder zu? Ja. Warst du dann aktiv? Ja, natürlich. Ja. Aber, boah, das wäre jetzt, oh mein Gott, das wäre voll gespoilert. Ich habe mal geguckt, der monatlich aktiven Facebook-Nutzer ist im zweiten Quartal 2023 erneut gestiegen und belief sich auf, und das sehen wir nachher. Okay. Na, TikTok ballert auf jeden Fall. Meta ist schon krass, wa? 2,2 Milliarden Facebook, WhatsApp, Instagram. Die haben sich einfach die Big Player gesichert, ne? Wenn man ja sagen muss, das sind ja auch, also das sind ja die gleichen Leute, ne? Also du hast ein Facebook, es sind ja nicht zusammengerechnet irgendwie jetzt 5 Milliarden Accounts, sondern du hast ein Facebook-Account, WhatsApp und Instagram-Account. Ja, ja, aber es ist ja trotzdem mega smart von einem Konzern, so dicke Dinger zu haben. Ja, ja. 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 So. Jetzt das kommt war's mit Google Plus. Einfach abgestürzt. Jetzt kommt Corona, jetzt geht gleich Twitter und Telegram nach oben, ne? Da kommt Telegram. Wow. Ja, Twitter steigt irgendwie nicht. Deswegen sei Twitter. Jetzt Telegram hat einfach mal Twitter überholt. Aber hier, Twitter war doch auch, also im Corona jetzt März. Krass. Selbst ich hätte jetzt. Also ist nicht 2020 auch schon Trump gewesen? Muss ja, aber ja, Biden jetzt, ist, jetzt, ja. Ist jetzt auch Corona. Ja, ja, also ich hätte gedacht, dass in der Ära Trump das einfach viel mehr geworden ist, weil da einfach sich viel abgespielt hat in Amerika auf dem Kanal auch. Twitter nimmt sich sowieso mal viel zu ernst. Die glauben immer, alles, was die da posten, wird die ganze Welt verändern. Und dann denke ich mir so, Leute, ihr seid ein paar wenige. Ah, muss auf Telegram machen. Da sind es nämlich die Reichweite. Da sind die, ist der richtige Scheiß, genau. WeChat. Ey, aber ich habe auch einen Telegram-Account, glaube ich. Ja, ich auch. Ich hätte mir mal einen gemacht. Ich auch. Aber ich, ja, ich hätte es nicht. Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, ich habe die App nicht mehr installiert. Wo ist denn OnlyFans? Ja, gute Frage. Zu klein. Orkut hat es auch nicht mehr geschafft, der bleibt stehen. Oh, Snapchat reißt nochmal richtig, ey. Wo kommt denn Snapchat nochmal her? Das Pinterest. Mhm. War schon ein paar Mal da. Mhm. Aber dass sie wieder so einen Push kriegen, voll krass. Oh, jetzt geht TikTok nochmal steil. TikTok, Release in anderen Ländern. Ja, glaube ich auch. Und da kommt Twitter. Ja, aber TikTok ist krass. TikTok geht richtig steil. Aber Facebook einfach aber so eine Instagram konstante Linie. Aber Instagram zieht genauso gleich wie TikTok. Es gefühlt so die Realzeit einfach. Short-Video-Content war, lief dann einfach. Ja. Ja. Wobei Instagram ja deutlich später dran war eigentlich als TikTok. Ja, stimmt. Instagram hatte vorher, musste sich vorher noch von Snapchat die Stories klauen, bevor die dann die Reels geklaut haben. Genau. WhatsApp hat auch nochmal einen ordentlichen Push. Jo. Und Twitter flacht wieder ab. Ja, Facebook hat 3 Milliarden geknackt. Krass, ey. Oh, WhatsApp holt jetzt YouTube. Oh, YouTube. Oh, und Instagram rises. Ja, guck mal, von wegen was? TikTok. Oh, WhatsApp holt echt noch YouTube. Ja, ja. Krass. Nein, Moment. Ah! Moment. Stopp. Ja, stopp. Krass.
Instagram ist, glaube ich, auch auf einem guten Weg, YouTube noch zu kriegen. Ich weiß, mein Verständnis ist nicht das Richtige, aber WhatsApp ist für mich keine Social-Media-Plattform. Ja, mittlerweile. Das ist doch jetzt noch eher. Aber du kannst auch Stories machen, du kannst auch Kanäle machen, also du kannst auch Leuten followen. Ja. Das benutzt du halt nur eher im Privaten. Aber trotzdem hast du ja da Nutzer. Ja, ja. Also ganz das am Anfang, wo es herkommt, Christian, würde ich dir auch recht geben, das war eine reine Privat-Peer-to-Peer-Plattform, aber mittlerweile verstehe ich das immer noch nicht als Social-Media-Plattform. Ich bin da eigentlich bei Christian. Eigentlich ist das für mich einfach so ein Messenger. Aber guck mal, cool. Twitter hatte dann bei Trump so seinen Hoch, beziehungsweise Corona, und ist einfach übelst abgekackt. Ja, ja. Deswegen, also das Problem ist oder jetzt nur bei den ganzen... Oder unten ist noch Threads gestartet. Also ich sag mal, für unsere Branche ist Facebook ja zum Beispiel nicht so wirklich relevant. Ja, Facebook, an, Facebook als Plattform nicht, nur Meta halt selber ist halt allgegenwärtig, ja? Meta und Google sind gefühlt überall irgendwo. Witzigerweise, und ich glaube, die Zahlen, die hier präsentiert werden, sind aktive Nutzer. What? Ja. Es die Anzahl der monatlich aktiven Facebook-Nutzer ist im Quartal 2023 erneut gestiegen, belief sich auf über 3 Milliarden. Ihr müsst ja auch, weil wenn es keine aktiven Nutzer werden, wie könnte Threads denn sonst abscheißen? Weißt du, wenn es halt, es müsste ja einfach eine horizontale nach rechts sein. Ja, also ich glaube, das sind alles aktive Nutzerzahlen. Krass. Vielleicht solltest du mal wieder was auf Facebook. Es sind 8 Milliarden Leute auf der Erde und davon benutzen wirklich ein, sogar mehr benutzt Facebook. Wo ist denn aktiv hier Blue, wie heißt der? Warte mal, es gibt doch zwei Sachen. Blue Sky ist viel zu früh. Noch. Und, wie heißt der andere Kram? Threads, ne? Ja, Threads ist ja schon da. Genau, Threads ist ja mit drin. Ist unten rechts in der Ecke. Ja, aber da ist zum Beispiel ja das Problem, dass das nicht nach EU-Standard recht funktioniert und deswegen kommt das hier nicht. Jetzt hat ja hier Musk auch gedroht, wir ziehen uns aus EU zurück. Ja, das macht ja voll Sinn bei dem kleinen Wurst-Twitter da. mal gucken. Twitter ist kleiner als Pinterest. Schade, wir legen Wert auf Datenschutz. Das ist auch echt doof. Das finden wir scheiße. Facebook. Weiß ich jetzt nicht. Ne? Also. Facebook, lupenreiner Demokrat. Ja, das war auf jeden Fall spannend. Tatsächlich. Fand ich gut. Wissen wir, wie bei euch aussieht? Wollt ihr noch was sagen? Tschüss! Okay. Hey, bye. Grüße, StudiVZ, StudiVZ, Beste. Ich mich da noch anloggen?